Hallo liebe Kinder, mein Name ist Ulrich Pfeilsticker, ich bin Oboenlehrer an der Musikschule Schwäbisch Gmünd. Ich stelle euch heute mein Instrument, die Oboe, vor. Ein paar von euch haben Oboe vielleicht noch nie gesehen, ein paar haben es vielleicht schon im Schulorchester gesehen oder im Fernsehen. Oboe ist ein relativ seltenes Instrument, aber wenn ihr gern eigene Sachen habt, wo nicht so viele andere Leute haben, dann ist Oboe wunderbar. Ich zum Beispiel habe nach 5 Jahren Blockflöte, als ich 10 war, ein neues Instrument wollen und mein Onkel hat Oboe gespielt, das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich meine Eltern gefragt, ob sie mir eine Oboe kaufen, das haben sie dann getan und dann habe ich festgestellt, Oboe und Blockflöte sind ganz, ganz ähnlich. Auch wenn ihr aber vorher keine Blockflöte gespielt habt, ist es nicht problematisch, mit Oboe einzusteigen. Das Mindestalter ist 8 Jahre. Wenn ihr 12 oder 13 seid, ist kein Problem. Zu spät ist es nie. 10 war mein Einstiegsalter und wie gesagt, ich habe vorher ein paar Jahre Blockflöte gespielt. Jetzt spiele ich euch ein paar Töne und diejenigen, die schon geflötet haben, werden sehen, dass einige Töne ganz ähnlich sind. Ich fange mal an mit einem A. Jetzt habt ihr gesehen, ich muss sehr schön einatmen. Das war jetzt ein Stück von einer Tonleiter. Die beginnt mit A bei mir jetzt gerade und die heißt A-Moll. Jetzt mache ich mal die berühmteste, die heißt C-Dur. Habe ich noch einen sogenannten Dreiklang angefügt. Jetzt spiele ich mal, was mir einfach so einfällt. Ich improvisiere. Wie eine kleine Schlange. So, ich denke, das reicht für heute. Jetzt habt ihr die Oboe mal in Gänze gesehen und ich würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobieren wollt in der Musikschule Schwäbisch Gmünd. Tschüssi!